spezielle Form der Guard. Dabei sitzt Soni zwischen den Beinen und ich liege. Ich greife nun beide Arme im Taschengriff, also die Ärmel im Taschengriff, richtig? Hier reingreifen und hier die Jacke holen. Ein Fuß geht an den Gürtel und der andere Fuß geht in die Spider-Guard. Dafür achte ich darauf, dass meine Fußaußenkante in seine Ellenbeuge geht. Ich strecke das Bein über mich und Doni verliert sein Gleichgewicht. Wichtig ist, dass mein Bein gestreckt ist und ich hier den Zug aufrechterhalte. Nun kann ich es auch auf der anderen Seite durchführen. Jetzt zeige ich den Spider-Guard Swing. Der Eingang ist der gleiche. Ich bringe Doni aus dem Gleichgewicht und hake nun mit dem anderen Bein von innen wie mit einem Haken an den Oberschenkel innen ein. Nun ziehe ich ihn auf diese Seite, wo ich auch die Spider-Guard habe, und sweep ihn auf die Seite. Noch einmal.